Am Anfang dieser Story, da war ich ein Niemand. Dass ich es mal schaffe, konnte ich nicht erwidern. Mein Leben war so positiv, trotz meiner Trauer. Es fehlte mir ein Mensch, obwohl er ziemlich nah war. Woher soll ich denn wissen, was ein guter Vater ist, wenn du ohne aufgewachsen bist? Viele Leute wollen ihn, doch er ist nicht da. Ich dagegen wollte nicht, obwohl er war da. Dieses psychisch abgefuckte, miese Gefühl kann mich nicht mehr treffen, kann ich schon spüren. Dachte echt, der Stopp, was mach ich für'n Scheiß? Diese Aktion war für mich echt heiß. Packte ein paar Packs, so circa halbes Kilo. Ließ es danach sein, viel zu großes Risiko. Scheiß drauf, mach was draus, bevor ich mich verliere. Veni, vidi, vici, ich kam, es sei, ich siegte. Perspektivlos und scheißt auf den Staat. Auf'm Dachboden bunkert das Ott. Und jeden Tag zieht er seine Kreise im Park. Ich kann ihn verstehen, er glaubt schon lang nicht mehr an Wunder. Denn denen, die entscheiden, ist er leider voll egal. Aber Bruder, die Familie hier hat Hunger. Und das bedeutet, er hat keine andere Wahl. Augenringe so schwarz wie seine Aussicht. Weil er Drogen nimmt, leidet sein Schlaf. Er sagt, alles ist easy, wenn er drauf ist. Oder ist das, weil der Zweifel ihn plagt? Doch mir war klar, es gibt immer einen Ausweg. Ab und zu muss man's eben riskieren. Und immer wenn man fällt, wieder aufstehen. Junge von der Straße, ich rede mit dir. Denn immer wenn er draußen ist, dreht er unten für die Konten mit der Waage. Denn alle sagen ihm, er sorgt zu nix. So ist das Leben auf der untersten Etage. Mamas Tränen sind ein Stich ins Herz. Doch mit der Zeit wird die Wunde eine Narbe. Noch hast du dich verloren, ich mein's ernst, brich dich zusammen, kleiner Junge von der Straße. Wo bist du? Du hast mir so oft gefehlt. Ich hab mich so oft gequält. Wo bist du? Wo bist du? Ja, zeig mir den Weg. Lass mich nicht mehr quälen. Sag, wo bist du? Ich frag mich, wo du nur bist. Weil ich dich einfach so schrecklich vermiss. Hey, yo, das ist hier kein Shit. Und vielleicht wenn, dann ist es einfach Herzensshit. Ich nehm das mit als Lebensweg. Weil ich weiß, dass der Weg für mich weitergeht. Also redet gerne, wie ihr wollt, ja. Und ich mach euch irgendwann stolz.